Herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Myranath. Und wir waren hier stehen geblieben an diesem Schiffswrack. Und Gott, hatte ich mich noch mal ein bisschen darum gekümmert, dass wir Alchemiezutaten verarbeiten. Jetzt haben wir davon auch nicht mehr so ganz viele. Und die Ausrüstung für uns habe ich noch mal ein bisschen repariert. Jetzt gucken wir mal, wie viele Pfeile wir dann noch mal mitnehmen können. Wenn hier schon so viele rumliegen, nehmen wir einfach mal 200 mit. Hier scheint es jetzt sonst nichts mehr zu geben. Keinen Eingang ins Schiff oder so. Aber ins Wasser gucke ich noch mal kurz. Man weiß ja nie. Vielleicht gibt es hier noch was. Sieht mir aber nicht so aus. Das Wasser, unendliche Weiten. Aber hier gibt es nichts. Das heißt dann für uns weiterlaufen. Das heißt, ich mache nochmal eben die Weltkarte auf. Und wir müssten ungefähr in diese Richtung. So, wer will was? Jetzt, wo wir viele Pfeile haben, werde ich auch mal ein bisschen mehr den Bogen benutzen. In letzter Zeit hat sich Speer zwar ziemlich gut verbessert, der Bogen allerdings nicht. Deshalb erscheint mir das gerade ein bisschen sinnvoller. Und da läuft unbewaffnetes Skelett. Ja, sonst scheint hier nicht viel zu sein. Ich weiß nicht, war das da rechts vom Baumstamm noch? Ja, dachte ich mir doch. Da ist auch noch mehr. Also mehr Schiffsmaterial. Nur steht das hier auf dem Kopf. Ja, ich habe nicht mehr so viel Gewichtskapazität. Aber ein paar nehme ich mir schon noch. So, vielleicht gibt es hier rein jetzt einen Eingang. Sieht mir aber auch nicht so aus. Hier ist sowieso voll der Schiffsfriedhof. Hier muss irgendwas abgegangen sein. Der ist ziemlich gut bewaffnet. Schild, Speer, Silberschwert noch. Hat ihm aber hier wohl auch nichts genützt. Okay, hier reinkommen wir auch nicht. An jeder Ecke ein Schiff. Zu dem da hinten gucken wir gleich auch nochmal. Und der hier sieht. Oh! Der sieht mächtig aus. Jetzt kann ich nochmal eben schnell gucken, ob ich die Reparaturzellen eigentlich abgebraucht kriege. Nein, bekomme ich nicht. Aber so wenig Anwendung wie die noch hat, kann die schon mal weg. Und eben auch ein paar der Pfeile. 20 müssen wir ablegen. Machen wir mal 29. Im schlimmsten Fall lege ich jetzt alle Pfeile wieder ab, die ich vorhin aufgenommen hatte. Hier haben wir eine Kiste mit einem Eisenkriegshammer. Hilft uns allerdings nichts. Und hier kommt man auch nicht rein. Also hier einmal ein Schiffsfriedhof. Mit nichts als Skeletten. Ja, kann ich da nur laufen? Ja, dann kann ich sogar noch laufen. Vielleicht ist da auf der Insel auch noch was Interessantes. Könnte überall was Interessantes sein. Die Region sieht hier sowieso ziemlich gut aus, so mit diesen riesigen Steinen. So, wir können uns eigentlich jetzt gerade so ein bisschen an der Küste halten. Beziehungsweise am Wasser. Weil früher oder später kommen wir dann ja hier so rüber und dann rein. Die Thorak-Festung heißt dieses Gebiet. Oh, ich glaube, ich weiß auch warum. Jetzt ist die große Frage, braucht man die Thorak-Festung später noch für irgendeine Quest? Oder kann ich hier einfach so reingehen? Ich glaube, ich werde hier einfach so reingehen. Obwohl, dadurch, dass es eine Landmarkierung ist, gehe ich davon aus, das Ding ist später noch wichtig.
Obwohl es war im Morrowind ja eigentlich nie so, dass man sich Quests so verbauen konnte. Und wir machen ja ein paar gute Schießübungen. Ah, da weiß ich nicht. Ah, doch. Er hat gesessen. Ist doch schön, wie der Pfeil sich dann so dreht und mit der Pfeilspitze eigentlich nach unten zeigt, wenn er die dann trifft. Macht schon Spaß so. Einfach mal so ein paar Skelette abzuschießen. Das hier sieht irgendwie größer aus, aber das bilde ich mir wahrscheinlich ein. Ja, war auch mit einem Schlag weg. So, hier speichere ich mal eben. Ich habe nämlich gerade auch zwischen den Folgen nicht gespeichert, weil ich die beiden gerade hintereinander aufnehme. Also die Folge, die ihr davor gesehen habt. Und diese hier halt. Nehme ich gerade beide direkt hintereinander auf. Damit ich mal wieder eine Folge auf Vorrat habe. Hier sieht es interessant aus. Hier gibt es Gerüfte. Ja, nahe. Dann nix wie rein da. Gut, auf der geringen Distanz kann man irgendwie nicht ausweichen. Oh, hier so ein paar. Na, nein. Nein. Ganz schlimm. So ein paar Pfeile nehmen wir nochmal. Wenn ich jetzt schon wieder einen verschieße. Wow. Moin. Okay, rechts ist abgeschlossen, vorne nicht. Das heißt, vorne gibt es wahrscheinlich auch nichts Spannendes und gegen den muss ich wohl über den Speer nehmen. Obwohl die Unglücksklinge auch ziemlich cool ist mit der Lähmung. Vielleicht sollte ich mir das mal als dritte Waffenart noch überlegen. Kurzwaffe. Aber im Moment bin ich hier sowieso voll damit beschäftigt, den Speer zu benutzen. Ein ranziger Heiltrank nehmen wir einfach mit. Man weiß ja nie, wofür man es nochmal brauchen kann. Oh, wir sind zu schwer beladen. Ich versuche es nochmal mit Reparatur. Aber ich glaube nicht, dass wir da einen verbrauchen bei. Nee. In dem Fall wieder mal ein paar Pfeile weg. So viele müssen nicht weg. Legen wir mal 20 weg. So ist jetzt die große Frage: Ist hier noch was? Bettlernase könnt ihr eigentlich mal anmachen. Das ist ja immer hilfreich. Und dann knacken wir das Schloss. Ach, rasten sollten wir auch noch mal. Aber das kann ich hier wahrscheinlich nicht. Ne, hätten wir auch echt gewundert. So, dann räumen wir da mal auf. Da ist ein Buch. Vielleicht ein wichtiges Buch. Der bemerkt mich gerade gar nicht. Jetzt hat er mich bemerkt. Der Fall von Kalida. Ich weiß nicht, ob wir das Ding schon hatten. Aber ich nehme es mit. Bücher, finde ich, kann man nämlich mal ganz gut verkaufen. Brauchen wir nicht unbedingt. In den Uhren haben wir nochmal Knochenmehl, kann man wieder alles für die Alchemie gebrauchen. Obwohl ich bei den letzten Alchemie-Versuchen das Knochenmehl nicht mehr ganz aufgebraucht habe. Weil wir so wenig von den anderen, von dem anderen Zeugs hatten. Ich muss langsam, sollten wir echt mal rasten. So ein Stückchen. So, diesmal kein so großer Bonus auf Konstitution, aber Stärke und Geschicklichkeit kriegen jetzt auch nochmal was mit. Hatte ich die Urne schon durchsucht? Ja, hatte ich. So, noch ein Weg übrig und der führt hier lang. Ah, sehr gut. Es sind nur zwei Skelette. Und hier gibt es 25 Gold. Und Funkensterne und zwar grausame. Warum kann ich jetzt eigentlich 260 tragen? Achso, weil ich den Stufenaufstieg hatte. Das klingt mir irgendwie logisch. Gut, hier ist wohl nichts weiter.
In die Festung kommt man hierüber auch nicht. Sowas gibt's ja manchmal. Und so. Na, trifft er? Er trifft nicht. Das wüsste ich ja gerne. Ne, da war Frage, da war gerade kein Feind mehr. Jetzt sehe ich da unten natürlich einen Feind. Zack. War nicht getroffen, leider. Da unten ist auch ein riesiger Schlachterfisch. So, jetzt. Ah, sehr gut. Da haben wir ihn doch. Den Fisch kann ich eigentlich leben lassen. So, es bleibt die große Frage, wie komme ich jetzt da rein? Ja, ich habe gerade irgendwie schon wieder nicht mehr auf die Uhr geachtet. Es hätte schon wieder 2 Minuten vor Weltuntergang sein können oder so. Aber zum Glück sind es nur ungefähr 4 Minuten vor Videoende. Und da war jemand mit einer Zweihandwaffe. Nützt ihm aber auch nicht viel. Vielleicht bin ich wahrscheinlich auch einmal... Huch, hier rutsche ich runter. Ich bin ja auch einmal um die Festung rumgelaufen und habe keinen Eingang gefunden. Ja, toll. Naja, hier finde ich gerade irgendwie keinen Eingang. Aber falls es wirklich jetzt eine wichtige Festung ist, werden wir früher oder später sowieso wieder hinkommen. In deinem Hintergrund sieht man was. Ich finde es auch interessant, dass links und rechts kann man weiter gucken, als wenn man nach vorne guckt. Wenn man jetzt mal von der Position aus sieht, so sieht man es da links, den Steg, und so nicht. Wie gesagt, wie weit sind wir jetzt noch vom Stufenaufstieg wieder entfernt? 6 von 10. Wow, es wackelt. Es wackelt nicht mehr. So, hier sind wir jetzt in einem Gebiet, wo wir eigentlich schon mal waren. So am Sumpf. Jedenfalls laut Karte. Und hoch, da ist ein Fisch. Aber lassen wir mal in Ruhe. Na gut, lassen wir ihn doch nicht in Ruhe. Töten wir ihn lieber. Es erschien mir gesünder. So, was haben wir denn hier im Boot? 250 Pfeile, von denen ich eigentlich keinen einzigen mitnehmen kann. So, wir müssen da lang. Wir müssen da jetzt am See vorbei. Ja, die Brücke könnte man natürlich auch benutzen, aber sowas ist ja nichts für uns. Wir laufen lieber querfeldein. So, wer bist du? Wow. Ich wollte ihn schon ansprechen. Aber dann kam mir die Idee, nee, das lasse ich besser. Viel Schaden macht er zum Glück auch nicht. Ich habe nämlich schon wieder nicht gespeichert in letzter Zeit. Du wirst oh Gott. Den Tod finden. Trotzdem sollte man das Ganze jetzt... Oder nein, nicht trotzdem. Gerade deshalb sollte man das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ist auch wieder so eine Gefahr, wenn man mit niedriger Ausdauer kämpft. Ach, was war das denn für einer? Der hat aber auf jeden Fall eine nordische Silberstrahlaxt. Ich lege mal seine ganze Ausrüstung einfach mal hier hin. Vielleicht komme ich irgendwann ja nochmal wieder. Und repariere, nicht repariere, nehme das mit nochmal. Ich kann diese Leiche nicht beseitigen, das heißt, ist vielleicht wichtig. Oder aber man kann diese Leiche nicht beseitigen. Man hätte sie vielleicht im See versenken können, aber da lag sie ja schon. Ich laufe wieder in die falsche Richtung. Da lang muss ich. Da ist leider ein Berg im Weg.
Was ich vielleicht auch nochmal tun könnte, wäre mich heilen. Eventuell versuche ich erstmal mit Heilzauber. Damit sich die Wiederherstellungsfähigkeit verbessert. Obwohl, ich kann es auch eigentlich einmal kurz mit dem Gewand machen. Ich kann auch das Amulett nochmal nehmen. Und den Rest mal mit dem Zauber. Ja, können wir auch nochmal die Pflanzen abernten. Wenn da was drin wäre und da war was drin. Okay, mein Leute, stimmt unsere Laufrichtung wieder. In den meisten sind immer drei drin. Ist wohl so eine Eigenart von der Pflanze. Jetzt habe ich gerade nicht aufgepasst, in welchem Gebiet wir jetzt sind. Da rechts die Pilze, die haben wir noch nicht so häufig gesehen. Jedenfalls kann ich mich auch nicht daran erinnern, sie abgeerntet zu haben. Oder so ein Pilz der Art. Wow, voll cool. Aber Zeit für einen Speer. Denn mit dem Speer kriegen wir den schon ziemlich schnell. So. Ehrlich gesagt ist die Folge schon wieder vorbei. Das heißt, wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier wieder. Bis dann, euch noch einen schönen Tag und ciao.